Hi, hier ist Deiner Rekev. Ja, ihr seht hier hinter mir, habe ich eine neue Pelletslieferung für das nächste Jahr bekommen. Und mit den Pellets ist das so eine Sache. Das ist nicht für jedermann was. Ja, auch gerade hier so in unserer bequemen Gesellschaft, da will ja keiner einen Finger rühren. Ja? Auch gerade wenn es um die Heizung geht. Ja, Erdgas ist ja super bequem. Und wir haben uns hier für Sackware entschieden. Und Sackware ist natürlich aufwendiger. So. Und in diesem Video will ich euch einmal zeigen, wie viel Aufwand ich damit habe, diese Lieferung erstmal in mein Lager zu transportieren, damit das einfach transparent für euch ist. Und dann will ich euch noch was über die Pellets erzählen und auch sonst über die Vor- und Nachteile der Sackware auch noch ein bisschen was zu sagen. Los geht's. Also ich will mal anfangen mit so einer kleinen Anekdote. Ich habe letztens so eine Werbung gehört im Radio zufällig. Ich glaube, die war für ein neues Ford-Modell oder VW oder so. Und dann ging es irgendwie, also sinngemäß irgendwie so, aufblenden, abblenden, aufblenden, abblenden, aufblenden, abblenden. Oh mein Gott, ja. So, und dann kam es irgendwie, der neue Ford oder was weiß ich, VW, keine Ahnung, der neue Wagen XY, jetzt mit automatischer Auf- und Abblendautomatik oder irgend sowas, ja. Und ich dachte, fuck, das sind die Probleme, mit denen sich hier ein Mensch in Industrienationen jetzt herumschlägt. Also das sind Probleme, die wir haben. Ja? Ob ich halt irgendeinen Knopf während der Autofahrt bedienen muss, um irgendwie Licht auf- und abzublenden, so habe ich zumindest verstanden. Also das ist so diese Bewegung, die uns Sorgen macht. Also auf diesem Jammerniveau bewegen wir uns. So, wer jetzt auf diesem Jammerniveau ist, für den ist sowas nichts. Ja, so, der wäre irgendwie gerne einfach nur mit seinen vom Fernseher sitzt und gar nichts irgendwie machen will. Für den ist Bewegung halt nichts. Ja, so, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, auch quasi diese Sackware zu nehmen. Wir hätten natürlich auch eher lieber ein Silo gehabt, wo das auch automatisch wegtransportiert wird. Ja, aber das war halt baulich mit sehr vielen Nachteilen. Wäre mit sehr vielen Nachteilen verbunden. Wir hätten da einen ganzen Raum für verloren, den wir sonst halt als Büroraumfläche nutzen. Und deshalb habe ich ja draußen einen Schuppen gebaut, den habe ich ja schon mal gezeigt in einem anderen Video. Und deshalb haben wir uns für Sackware entschieden. So, das bedeutet mehr Aufwand. Also, ich finde das persönlich nicht so schlimm, weil ich verbuche das unter Fitnesstraining. Ja, so, wenn ich jetzt diese 3 Tonnen, sind das hier, jetzt rübergetragen habe, dann habe ich mein Cardio-Training und noch ein bisschen so Fitness-Training irgendwie hinter mir. Das ist so ein bisschen Functional Fitness oder sowas. Von daher ist das für mich gar nicht schlimm. Ja? Ich schlage auch gerne Holz und so, ja, und finde das total geil, weil ich danach merke und so, dass ich mich bewegt habe, ja? Dass ich ein bisschen lebe. Ja? Von daher finde ich das, ist das für mich überhaupt kein Nachteil. So. Und selbst meine Frau schleppt ja die meisten Pellets runter, weil ich ja fast die ganze Zeit nicht irgendwie zu Hause bin. Ja. Also diese Rumschlepperei bis zum Schuppen, das mache ich, aber dann vom Schuppen wieder irgendwie in den Heizraum, wenn das Silo leer ist, das macht meine Frau. Ja. Und die ist ja jetzt auch nicht irgendwie Bodybuilderin oder so. Also jeder, der halt gesund ist, müsste das rein körperlich auch schaffen können. Ja, es ist mit Zeitaufwand verbunden. Wie viel Zeit das braucht, das will ich einfach dokumentieren, weil das weiß man vorher einfach nicht. Ja. Und wie viel Zeit auch diese Pelletreinigung und Ofenwartung und so braucht, das wird auch oft halt untertrieben von den Herstellern. Es ist aber nicht viel. Ja. Also mit dem Pellets nachladen dauert bei uns, also im Winter, wenn es kalt ist, einmal die Woche eine Viertelstunde oder so, Maximum. Ja. So, wie viel das jetzt hier dauert, das interessiert mich selber mal, weil letztes Mal hatten wir 4 Tonnen und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich dafür gebraucht habe. Deswegen werde ich hier mal einfach mal die Zeit messen und dann wisst ihr einfach so. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel man so pro Tonne ungefähr an Zeit mit einplanen muss. Genau, aber ich will euch erstmal was zu den Pellets erzählen und euch auch mal die Pellets zeigen. So, das erste, was natürlich auffällt, da ist viel Plastikverpackung. So, und das stört mich ungemein. Also das sollte sich irgendwie verbessern. Also auch ein Aufruf, wenn das irgendeiner der Händler oder Hersteller mal sieht, lasst euch da mal was anderes einfallen. Ja, also irgendwas mit Mehrweg. Also das eine ist, die Palette selber, die Pellets sind noch mal einmal umverpackt mit Folie. Ja, das ist jetzt mal gut, weil die müssen ja trocken sein. So. Aber klar, das ist
Plastikmüll. So, ich kann damit dann auch nichts mehr anfangen. Weiß ich auch nicht, ja, ob ich das noch irgendwie behalten kann oder so. Was soll ich damit machen? Ja? So, und dann wird das auch irgendwo verbrannt werden wahrscheinlich und nicht irgendwie groß recycelt. Ja? Von daher ist das nicht wirklich ökologisch, ja, dieser Anteil hier. Das ist das eine. Und dann auch die Säcke selber. Die Säcke selber sind auch in Einwegplastiktüten quasi eingepackt. Das ist erstmal super gut, weil die Pellets da wirklich schön hermetisch abgeriegelt sind und nicht feucht werden. Ja, also ich habe das ja draußen stehen und da ist natürlich Luftfeuchtigkeit auch immer da. Das ist kein abgeschlossener Raum. Und ich habe auch festgestellt, ich muss das so ein bisschen umbauen, weil das ein bisschen irgendwie reinzuregnen scheint, wenn irgendwie Wind ist und Regen gleichzeitig. Von daher ist auch Feuchtigkeit reingekommen. Bei ein paar Säcken, die irgendwo vielleicht eine kleine Macke haben, gab es dann an den Stellen halt auch ein bisschen, sind die ein bisschen aufgequollen. Ja, die soll man dann auch nicht mehr ins Silo reintun, weil die Schnecke eventuell dann irgendwie verstopft oder so. Also bei mir ist das nicht passiert, ich habe die damit reingeknallt, aber ich habe noch eine sehr kurze Schnecke. Wenn das bei mir passieren würde, könnte ich die sofort irgendwie einfach sauber machen. Ne? Wenn man einen längeren Schlauch hat und so dann, und das dann verstopft, dann hat man viel Aufwand, also sollte man eher lassen. Aber klar, dass die verpackt sind erstmal gut, dann kann man die auch super lagern, ohne sich irgendwie groß Sorgen zu machen. Aber wieso das nicht irgendwie als Mehrwegverpackung hier drin ist, weiß ich nicht. Also ich finde es ganz gut, wenn man das irgendwie auskippen könnte, ja, und dann bei der nächsten Lieferung einfach abliefern könnte und wieder zurückgeben könnte, ja, sodass es da auch, ja, dass das einfach wiederverwendet wird. Ja. Das finde ich halt nicht gut und das sollte sich ändern. Ja. Oder man macht es aus irgendeinem Rohstoff, aus irgendeiner Biomasse, die man auch einfach in den Ofen reinschmeißen kann, sodass es wenigstens jetzt neutral verbrannt werden kann. Weiß der Teufel, ja. Also da gibt es sicherlich nachhaltigere Lösungen. Das gefällt mir nicht. Aber ja, ist jetzt halt eben in der Nacht. Also besser als fossile Brennstoffe ist es allemal. Okay, ich mache jetzt mal hier den Sack einmal auf und dann zeige ich euch einmal die Pellets. So, das sind die Pellets, die ich hier bekommen habe. Es ist tatsächlich, sind tatsächlich nicht die Pellets, die ich bestellt habe. Ich habe ja mir vorgenommen, Pellets aus NRW oder aus der Umgebung zu holen, ja, dieses Mal. Und das werden aber welche sein. Es gibt welche hier bei uns, die heißen NRW-Pellets. Da gibt es ein Werk irgendwo im Sauerland, die da Pellets produzieren. Ich habe aber diese Wiederholz hatten wir letztes Mal auch. Die sind von BayWa und da habe ich angerufen, wo die produziert werden. Und die haben mehrere Werke und die haben auch eins im Sauerland, sodass diese Pellets hier auch aus dem Sauerland kommen. Das heißt, die dürften nicht mehr als 200 Kilometer hinter sich gehabt haben. Und das ist ganz wichtig bei den Pellets, weil es gibt ja auch welche, die in Polen produziert werden. Vielleicht gibt es auch welche, die noch weiter wegkommen. Und da ist es natürlich ein ökologischer Super-GAU, wenn die mehrere tausend Kilometer durch die Gegend gekarrt werden, bis sie halt an die Verbrauchsstelle kommen. Weil, ja klar, also bei dem Transport wird ja natürlich Diesel verbrannt und ja, das ist nicht ökologisch. Ja? Also der CO2-Fußabdruck, der steigt mit jedem Kilometer von diesen Pellets. Ja? Was interessant war, die Frau am Telefon von BayWa hat mir auch erzählt, dass die nur aus Sägeresten hergestellt werden. Ich glaube das nicht so richtig, hat sie mir aber erzählt. Ja? Bei den NRW-Pellets schrieben die, dass das irgendwie so ein Teil Sägereste, Teil irgendwie Stammholz auch ist. Ja? Genau, so, jetzt gibt es ja auch mehrere Siegel, auf die ihr achten müsst. So, es gibt einmal hier diese EN Plus Siegel, dann gibt es ein DIN Plus Siegel, A1 und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen. Ich werde das mal hier einblenden, was das bedeutet und hier unten noch verlinken. Da könnt ihr euch das angucken. Da gibt es halt ja, so mehrere Normen und Vorschriften, was die Eigenschaften der Pellets angeht. Ja? So, und das ist schon meines Wissens die höchste Klasse, diese DIN Plus, N Plus, A1 Klasse. Die Dinger haben halt hier einen guten Brennwert. So, ich blende euch das mal hier ein. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Kann man nicht, ne? So, ich blende das hier ein.
ich lese euch das auch mal vor. Also 6 mm Durchmesser, Länge steht hier, bla bla bla. So, was wichtig ist, ist denn hier Heizwert über 4,6 Kilowattstunden pro Kilogramm, Ascheanteil unter 0,7%, Restfeuchte unter 10%. So, dann gibt es hier Schüttdichte über 600 Kilogramm pro Kubikmeter, mechanische Festigkeit 98%, Feinanteil unter 0,5%. Was auch immer das ist, also wahrscheinlich irgendwelche Mikroanteile oder so, kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht blende ich das hier noch ein, wenn ich dazu was finde. Aber für mich ist halt wichtig Heizwert, Restfeuchte und Ascheanteil, weil klar, der Heizwert ist am wichtigsten, weil man da pro Kilogramm Pellets natürlich möglichst viel Energie rausbekommen will, möchte. Ja? Ich weiß nicht, warum das direkt zusammenhängt, vielleicht an der wie dicht die verpresst sind auch oder so, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich auch, wie viel, welches Holz dafür auch benutzt wurde. Ne? Das unterschiedliche Holzarten haben ja auch unterschiedliche Brennwerte. Und was wichtig ist, auch der Ascheanteil, ja, weil je mehr größer der Ascheanteil ist, desto öfter muss man den Pelletsofen reinigen. Und bei Restfeuchte ist auch wichtig, dass wenig Restfeuchte da ist, weil ansonsten bei der Verbrennung das sieht man dann auch, wenn das feuchter ist, die Asche so ein bisschen dunkler ist und ein bisschen klebriger ist, auch noch schlechter verbrennt. So. Und dann lagert sie sich im Ofen ab und so. Und deswegen ist ein niedriger Ascheanteil wichtig. Hallo. So, also ist, sind das so die Kriterien, auf die ich geachtet habe. So, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, so ein Sack wiegt halt 15 Kilo. Und wenn ihr 15 Kilo tragen könnt, dann könnt ihr euch auch solche Pellets holen. So. Also ich schleppe ich meistens 2 oder 3 Säcke auf einmal. Ja, dann haue ich mir noch einen zweiten Sack hier oben drauf und nehme hier noch einen Sack auf die Schulter. Ja, und mit 3 Säcken gehe ich dann los. Ja. Meine Frau, ich weiß gar nicht, die nimmt, ich glaube, 2 Säcke oder einen, ich bin mir nicht sicher. Ja, die schleppt auf jeden Fall auch. Ne? So, was man auch machen kann, ist die Säcke hier so greifen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das mache ich in letzter Zeit so und dann kann man die einfach so, ja, mit 2 Säcken irgendwie rumlaufen. Ne? Braucht man aber natürlich ein bisschen Kraft zu. Ja, das kann nicht jeder 30 Kilo da durch die Gegend schleppen. Also mindestens 15 Kilo solltet ihr schleppen können. So. Auf einer Palette sind 66 Säcke auf 15 Kilo, also 990 Kilo. Das ist nie eine ganze Tonne bei den Paletten. Achtet übrigens beim Kauf. Palette ist nicht Palette. Da werden teilweise pro Palette irgendwie 375 Kilo oder irgendwas oder 600 irgendwas Kilo verkauft, 800 irgendwas. Achtet auf die Kilogrammzahl, nicht einfach nur nach Paletten schauen. Ich glaube, da versuchen manche so ein bisschen, da schreiben sie bei eBay oder so eine Palette Pellets oder sowas da drauf und versuchen damit zu suggerieren, dass es wirklich dann irgendwie so eine volle Palette, also eine Tonne wäre, und es ist keine ganze Tonne. Also wirklich immer auf Kilogramm achten. So, hier sind jetzt tatsächlich 990 Kilo mal 3, sind 66 Säcke mal 3, also sind wir bei 198 Säcken. Ja, 198 Säcken, die rübergeschleppt werden müssen. So. Und dass ich die Säcke nicht alle irgendwie in der Hand darüber tragen muss, mache ich das folgendermaßen. Ich hau die erstmal hier auf die Schubkarre drauf. Mit der Schubkarre fahre ich dann um die Ecke. Da habe ich ja den Holzschuppen stehen. Und dann lade ich das und ordne das quasi in dem Schuppen, puzzle das in dem Schuppen dann aufeinander. So, ich zeige euch einmal die Strecke, damit ihr das seht. Das sind, ich schätze mal, ja, das dürften 20, 25 Meter Laufweg sein. Und damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Ja, bei euch mag das vielleicht ein bisschen anders aussehen, wie weit ihr das schleppen müsst. Und dann geht es auch gleich los mit der Arbeit. So, also das ist hier die Strecke. Hier ist die Schubkarre. Die werde ich hier mal lang bewegen. Check, check, check.
Check. So. Der ist auch nur eine Palette, die wir von irgendeiner Lieferung übrig haben, glaube ich, von der PV-Anlage. So, hier ist ja, hier habe ich auch noch einen Holzschuppen, den habe ich ja früher gebaut. Aber das Holz geht mir einfach nicht weg. Spätestens auch seitdem wir den Pelletsofen haben. Das wird noch Jahre dauern, bis das weg ist. So, und hier ist ja der Schuppen, der ist jetzt leer. Und genau, und dann lade ich das hier unten auf. Ich habe das hier auch so gemacht, dass ich unten einfach so Pflastersteine, die noch irgendwie übrig waren, die habe ich halt unten als Unterlage gelegt, damit das nicht im Feuchten liegt, falls das hier mal irgendwie überschwemmt werden sollte. Da haben sich ein paar Mäuschen zwischendurch ein bisschen breit gemacht. Ich habe auch hier ein bisschen Luft immer dazwischen gelassen, zwischen den Pflastersteinen, damit irgendwie Wasser auch abfließen kann. Ne? So, aber es liegt hier stabil drauf und quasi auch nicht auf Holz, weil Holz könnte ja verrotten, falls es feucht wird. Stapel ich hier oben drauf und fertig. So. Hier unten habe ich ja diese Balken hingemacht, weil ja von hier oben das Wasser herunterfällt und hier irgendwie hochspritzt. Das funktioniert auch soweit, nur ich werde das zumachen müssen, weil ich festgestellt habe, dass die Pellets immer feucht werden. Also ich vermute, durch Wind drückt das hier Wasser hier bei Regen auch zwischendurch einfach mal rein. Ja? So, und wenn dann Sack so ein bisschen angeknackst ist, dann, ja, wie schon gesagt, dann quillt das ein bisschen auf. So, jetzt mache ich mich mal an die Arbeit. Übrigens, ihr seht ja, ich habe dieses Mal ja nur 3 Tonnen bestellt, weil diese 4 Tonnen ja zu viel waren und wir haben ja nur 2,6 verbraucht. Es ist jetzt, wir haben jetzt den 22. Dezember und es war ja wieder so warm die letzten Wochen. Das ist echt unglaublich. Aber hat mit Klimawandel nichts zu tun. Ist einfach so eine natürliche Schwankung wegen der Sonnenzyklen und so unbestimmt. Naja, sodass wir halt auch wenig heizen müssen und ich habe noch 400 Kilo Pellets habe ich noch übrig von der letzten Lieferung am 22. Dezember. Das wird locker noch 3 Wochen reichen, wenn nicht länger. Und deswegen reichen mir die Pellets für das nächste Jahr ganz bestimmt, wahrscheinlich noch ins übernächste Jahr hinein. Ja. So, und jetzt geht's auch los. Es ist jetzt 12.46 Uhr ja, und ich fange jetzt an. So, nach einer Palette melde ich mich wieder, dann machen wir einen Zwischenstand und dann gucken wir mal, wie lange das Ganze gedauert hat. Jetzt geht's los. So, ich höre auch dabei immer schön Hörbücher, ja, weil ansonsten ist ja ein bisschen Zeitverschwendung. Ein Hörbuch, was ich wahrscheinlich auch noch vielleicht hier in meinem Kanal auch noch besprechen werde. Also, los geht's jetzt. Ich freue mich drauf. Bin ich jetzt geschafft, ich habe keinen Bock mehr. Nein, bin ich nicht. Trotz einer üblen Männergrippe, die mich erwischt hat von 2 Jahren. Ich habe gedacht, es ist um mich geschehen. Also ich bin noch nicht ganz fit. Ich bin ein bisschen am Schwitzen, aber die erste Palette ist weg. Ungefähr eine halbe Stunde habe ich gebraucht. Es ist jetzt 13.20 Uhr. Ja? Und ich habe schon irgendwie 5 Minuten damit vertrödelt, wieder die Kamera hier aufzubauen. Also ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um die eine Palette zu stapeln. Ja, jetzt geht es mit den beiden anderen weiter. Also ich schätze mal, unter 2 Stunden sollte ich locker hier wegkommen. Ist okay. Ne? Und gutes Training. Ja? Also mir macht das mal Spaß. Also weiter geht's. So, die zweite Palette ist aufgeladen und wir haben 13.51 Uhr. Ich muss aber dazu sagen, ich mache das zweite Video, was ich drehe. Ich habe bei dem davor den Ton vergessen einzuschalten. Also ich habe ungefähr, also ein bisschen weniger als eine halbe Stunde jetzt für die zweite Ladung gebraucht. Liegt halt einfach daran, weil es hier schön in Packhöhe war. Die erste Ladung, da musste ich immer mich bücken, um das unten zu verteilen. Und hier kann ich einfach so draufladen. Das ist dann irgendwie easy peasy. Bei den nächsten wird es auch relativ leicht, bis ich irgendwo hier hinkomme und fertig. Ne? Wenn ich das bis oben gemacht habe, das letzte Mal, da hatte ich ja 4 Tonnen. Da war das schon ein bisschen ätzend. Da musste ich auf einer Leiter um die letzten... Ich bin ja auch nicht der Größte, um die letzten Säcke da nochmal aufzuladen, damit ich das richtig voll kriege. Ja? So, aber ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe eine Anmerkung noch. Ne? Ihr seht ja immer Werbung oben bei mir stehen. So,
Das liegt nicht daran, dass ich hier dafür bezahlt werde, irgendwie von den Pelletsherstellern oder irgend sowas. Ja. Ich mache hier, also rein rechtlich mache ich hier Werbung. Ja. Das ist aber unbezahlte Werbung. Ich habe da keinen Vertrag mit Balver, Vitaholz oder irgendwas. Oder auch sonst, wenn ich mit da Werbung drüber gestehen habe, bekomme ich da nichts für. Ja. Nur mal als Anmerkung. Das ist nicht in dem Sinne halt irgendwie eine Dauerwerbesendung oder sowas. Ja. Das ist unsponsored. Manchmal habe ich auch Werbung stehen. Wenn ich Werbung mache für mein Angebot der Solarthermie-Beratung, da vermittle ich ja auch Anlagen, also da würde ich ja auch Geld für kriegen, ja, wenn ihr da was kauft. Also ist das tatsächlich dann Werbung für mein Angebot. Aber ich habe bis jetzt keinen Cent für irgendwas bekommen, was ich hier irgendwie präsentiert habe. Okay? Das wollte ich nur mal klarstellen, weil das wollte ich schon immer mal gesagt haben, aber ich vergesse es jedes Mal. Also, ne, das hat nur den Grund, um mich vor Abmahnung zu schützen, weil es gibt Anwälte, die damit ihr Geld verdienen, Leute, die sowas nicht richtig kennzeichnen, dann halt YouTuber abzumahnen. So. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe mit zwei Anwälten gesprochen und habe gesagt, das ist der einzige Weg, auch wenn der halt irgendwie ein bisschen blöd ist, weil das wie eine Dauerwerbung-Sendung aussieht, der einzige Weg, sich davor zu schützen, ja, indem man das halt irgendwie entsprechend dann kennzeichnet. Ja, so bescheuert ist unsere Welt. Ja, so einfach ist das. Aber das ist der Grund dafür. So, übrigens, mir macht das richtig Spaß. Ne? Also diese 2 Tonnen hier irgendwie raufgeladen zu haben. Genau, ich finde das voll, ich bin jetzt richtig aktiviert und fühle mich voll gut dabei. Ja, also ich weiß nicht, ich kann gar nicht verstehen, wieso man da überhaupt keinen Bock drauf haben kann. Aber naja, so ist jeder verschieden. Ne? Also, jetzt geht es aber weiter mit der letzten Palette. Und dann bin ich auch gleich fertig. Los geht's. So, ich bin jetzt fertig. Wir haben jetzt 14.23 Uhr. So, und es regnet. Ich muss gleich reingehen. 14.23 Uhr. So, jetzt hat es, glaube ich, keine 2 Stunden gedauert. Ne? Oder nicht ein, wie lange es gedauert hat. So, Pellets sind aufgestapelt. Ging jetzt relativ flott. Ich habe ja selber ein paar Päuschen wegen der Aufnahmen gemacht. Also damit könnt ihr ungefähr rechnen, pro Palette, pro Tonne, 1 Stunde bei ähnlichen Laufstrecken wie bei mir. Ja, vielleicht habt ihr das ein bisschen näher, vielleicht ein bisschen weiter, aber so 1/2 Stunde, wenn ihr auch so meine Fitness habt. Ne? Wenn ihr nicht so viel tragen könnt, dauert es natürlich entsprechend länger. Aber jetzt wisst ihr es. Ich kenne sonst, glaube sonst nirgendwo gesehen, wie lange das tatsächlich dauert. Also jetzt wisst ihr, pro Tonne 1/2 Stunde Arbeit. Jetzt habt ihr auch diese Paletten da. Ja? So, wenn ihr damit was anfangen könnt, ich würde empfehlen Upcycling. Ja? Also viele, ich meine, diese werden heutzutage sogar verkauft. Ja, daraus werden Tische gemacht, Regale und so. Also lasst euch was einfallen, auch gerne was für einen Garten oder so. Da könnt ihr euch da irgendwas sehr schnell zusammenkloppen draus, was auch irgendwie ganz schick ist und heutzutage auch in Mode. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Bretter verwenden, ja, für irgendwas, um irgendwas zu bauen. Ich habe leider bei mir nichts mehr. Also von daher, wenn ich das nicht loswerde, werde ich es auch verbrennen. Ist auch dann wenigstens CO2-neutral. Ja. Ja, also Pellets, so sieht es aus bei Sackware. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt damit. Klar, Plastikmüll ist das einzige Manko eigentlich hier. Aber ansonsten, trotz dessen, ist es CO2-mäßig schon eine gute Sache. Die Pellets an sich sind CO2-neutral fast. Was dazu kommt, sind Transportkosten und so weiter. CO2-Emissionen dazu. Aber ansonsten ist es eine gute Sache, um erneuerbare Energien zu nutzen. Ja? Okay, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen was gebracht und hat dir gefallen. Falls ja, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, verteile das an alle, die du kennst. Und drück auf die Glocke, dann wirst du über neue Videos informiert. Ja, also ich möchte auch auf mein Angebot hinweisen. Ich biete kostenlose Beratung an zu all diesen Themen, Solarthermie, PV und ja, hier so Biomasse und so, ja, falls du umsteigen möchtest, ganz kostenlos, hier unten steht, wie es hier läuft. Ich muss gleich reingehen, das regnet, die Kamera geht mir gleich kaputt. Und genau, vielleicht habe ich auch noch andere Sachen, ja, ich will Videokurse drehen, die dich auch vielleicht interessieren. So, das war's von mir und ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich bedanke mich bei allen Abonnenten, die mir die Stange gehalten haben in diesem Jahr. Toll, dass es euch gibt, dass ihr diesen Kanal unterstützt und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich freue mich auch immer über konstruktive Kommentare, auch wenn die sagen, irgendwas ist scheiße, aber konstruktiv, dann bin ich happy drüber. Ich danke euch dafür, ich wünsche euch ein frohes, besinnliches Fest und ja, und ich hoffe, dass das Thema Klimawandel, was mich in diesem Jahr sehr, sehr bewegt hat und wo ich sehr viel Zeit investiert habe,
tatsächlich jetzt richtig in Bewegung kommt, also nicht der Klimawandel, sondern die Klimaschutzbewegung und da endlich was passiert, weil es muss was passieren. Falls du dich nicht da so auskennst, kann ich dir nur empfehlen, dich da einzulesen, weil es ist echt eine Katastrophe, vor der wir stehen. Sind zwar so, ja, das ist so ein bisschen die katastrophale Besinnung so für die Weihnachtstage, aber tatsächlich ist es vielleicht mal die Zeit, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, da ein bisschen was zu lesen in den Ferien und da auch aktiv zu werden, ja, im neuen Jahr. Also, ich danke dir, tschüss, bis im neuen Jahr. Tschüss, dein Arikev, ciao.